wenn sich jemand an einer leichten, aber ansteckenden Grippe erkrankt. Gemäß der folgenden Tabelle verbreitet sich die Krankheit in folgendermaßen. Jetzt habe ich diese Tabelle da, wo die Anzahl der Kranken in Bezug auf die Woche dargestellt wird. Also in der ersten Woche sind 2 Erkrankte, in der zweiten 4 und so weiter. Und in der 16. Woche sind schon 1986 Kranken. Wenn man das Ganze grafisch darstellt, das habe ich in GeoGebra eben gemacht, dann sieht man, dass der Verlauf so ein komischer S-förmiger Verlauf ist. Wie macht man das? Man trägt einfach die Daten in ihre Tabelle ein und gibt dann auf Erzeuge eine Liste von Punkten. Und dieser S-förmige Verlauf ist ganz typisch eben fürs logistische Wachstum. Zu Beginn wächst es sehr, sehr schnell, also ein fast exponentielles Wachstum. Man sieht es auch, es verdoppelt sich immer in gleichen Zeitabständen, also nach einer Woche 2, dann 4, 8, 16, 32, 64. Erst in der 8. Woche ist diese Verdopplung nicht mehr gegeben, sondern ein bisschen weniger und es verlangsamt sich das ganze Wachstum ein bisschen. Und, was eben auch auffällt, das sind wir in Linie bei 10.000 genau, das ist die obere Grenze angegeben, die 10.000 Personen, die erkranken können. Und zu Beginn wächst es, wie gesagt, eben exponentiell, sehr, sehr schnell und die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt dann wieder ab, sodass sie das dann schlussendlich irgendwo in Richtung 10.000 annähert. Die Form solcher logistischen Wachstumsgleichungen schaut dann immer so aus, ich habe da schon ein Beispiel ausgerechnet, das ist jetzt eben anders zu modellieren. Wir haben bisher gehabt das exponentielle Wachstum, ich habe das da kurz nebenbei aufgeschrieben, mit den beiden Formen N0 mal E hoch Lambda T oder N0 mal A hoch T, also das wäre das exponentielle Wachstum. Wir haben auch das beschränkte Wachstum mit der Formel N von T gleich K mal Klammer 1 plus C mal A hoch T. Und jetzt kommt eben das neue, das logistische Wachstum. Und das logistische Wachstum ist, wie gesagt, mit dieser Formel zu erledigen. Und lautet eben N von T K durch 1 plus C mal A hoch T. Das K ist wieder die Kapazitätsgrenze, also in unserem Fall die 10.000. Wie lässt sich das jetzt anhand der Beispiele ausrechnen? Ich habe das eben wieder genauso gemacht, wie wir das vorher beim beschränkten Wachstum gemacht haben. Wir haben eben 2 Datenpunkte hergenommen. Ich habe eben den Datenpunkt t gleich 1 bzw. t gleich 13 genommen. Das ist ziemlich egal, welche 2 Datenpunkte man verwendet. Ich werde auf das dann später noch zurückkommen. Und eben die zugehörigen Kranken. Also nach einer Woche sind 2 Personen krank, nach 13 Wochen sind 5614. Da geben Sie wieder 2 Gleichungen, wenn man das sauber einsetzt. Eben 2 ist gleich 10.000 durch 1 plus 10 mal a hoch 1, beziehungsweise 5614 ist gleich 10.000 durch 1 plus 10 mal a hoch 13. Eben die Zeit da eingesetzt. Wenn ich das Ganze jetzt umforme, habe ich ja wieder 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten. Und wenn man das wieder umformt, dann kommt man zum Beispiel auf diese Form C ist gleich 4999 durch A, also einfach selber durchprobieren und selber nachvollziehen. Wenn jetzt eine Gleichung, eine Variable durch die andere ausdrücken kann, dann habe ich in dem gleichen System die Möglichkeit, diese in das andere einzusetzen, Einsetzungsverfahren. Also ich habe eine Beziehung zwischen C und A, C ist gleich 4999 durch A und das setze ich in die zweite Gleichung ein. Das Einsetzen, da kann man noch ein bisschen was kürzen, das geht dann schön aus auf a hoch 12 und somit brauche ich eigentlich nur mehr diese Gleichung lösen, die man mit der Multiplikation des Nenners zu folgender Gleichung umformen kann, bitte nachvollziehen, was da passiert, immer auf die Pause drücken und nachschauen, ob da ja nichts Falsches gerechnet worden ist. Schlussendlich mit dem minus 1 auf der anderen Seite kommt man auf a hoch 12 ist gleich. Ist da kurz ausgerechnet, das sind dann die 0,001562 und damit man dann auf den Faktor a kommt, muss man dann eben die 12. Wurzel oder hoch ein 12. rechnen und da kommt dann gerundet 0,48 heraus. Somit haben wir dieses Gleichungssystem für eine Variable gelöst, a ist nicht bekannt, jetzt braucht man natürlich noch c, die zweite Variable. Ja, die zweite Variable ist kein Problem, aber die a hab, setze ich das da oben ein. Ich habe das da in grün durchgeführt. Ich setze das ein und da kommt man dann auf
17.376. Mit diesen beiden Dingen, mit A und C, kann man also das Wachstumsgesetz für das logistische Wachstum aufstellen. N von T gleich 10.000 durch 1 plus 10.376 mal 0,48 hoch T jetzt. Eben die gerundeten Werte schon verwendet. Schaut man sich das eben in der Grafik an, dann sieht man, dass diese Kurve, dieser S-förmige Verlauf, der da jetzt ganz schön dargestellt ist, die Punkte beschreibt. Das wird nicht perfekt beschrieben, das liegt eben daran, dass ich eben zwei Punkte verwendet habe, nämlich diesen Punkt da hinten, eben zum Zeitpunkt 13 und den zum Zeitpunkt 1. Und durch diese beiden Punkte verläuft jetzt der S-förmige Kurvenverlauf dieses logistischen Wachstums. Hätte ich zwei andere Punkte verwendet, dann wird die ganze Kurve anders ausschauen. Wie gesagt, das könnte man mal im GeoGebra, hätte zum Beispiel den 6. und den 13. verwendet, dann schaut so aus, also nach 6 Wochen oder nach 14 Wochen verwendet. Spannend ist, wenn man zum Beispiel erst den 1. und den letzten Datenpunkt verwendet, dann ist die Kurve eigentlich ganz woanders, als die Datenpunkte vorgeben. Und ja, das ist dann ein Problem der 5. Klasse, wo man mit Trendlinien die bestmögliche Kurve finden soll, die diese Datenwolke da am bestmöglichen beschreibt. Aber zurück zum Beispiel, zusammenfassend, dieses logistische Wachstum hat eben diesen typischen S-förmigen Verlauf. Die Formel ist eben Kapazitätsgrenze K durch 1 plus C mal A hoch T. Und damit lassen sich sehr, sehr viele Prozesse beschreiben. Der Grund, warum man dieses Wachstumsmodell verwendet, ist vielfältig, oder gibt es vielfältige Gründe, mehrere Gründe. Es ist so, dass zu Beginn ist in diesem Modell exponentielles Wachstum zugrunde gelegt. Man spricht da auch eben vom progressiven Wachstum, das schreibe ich auf Plus her, und dann eben vom degressiven Wachstum. Es wird immer noch Wachstum vorhanden, aber die Zunahmegeschwindigkeit ist schon geringer. Und es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele dazu und ist im Endeffekt eines der besseren Modelle und von uns, von diesen drei Modellen, die wir angeschaut haben, exponentielles Modell, beschränktes Modell, ist eben das logistische Modell, das beste Modell, das die Realität am bestmöglichen beschreibt. Gut.